Warte, ich mach dir Lüftung an, dann geht's besser. So richtig übel. Moin, Freunde der Sonne. Heute gibt's mal ein bisschen was anderes für euch auf die Augen. Denn der fantastische Tim Heinemann hat mich eingeladen, mal eine Runde über die Nordschleife zu fahren. Und ich war noch nie auf dieser Strecke. Ich bin diese Strecke noch nie gefahren. Naja, und ich sag mal so, Tim hat sein Versprechen aus dem Podcast eingelöst, aber das werdet ihr dann im Laufe der nächsten paar Minuten erfahren, was da vorgefallen ist. Denn wir sind nicht eine Runde gefahren, nee, wir sind zwei Runden gefahren. Und ich habe das Gefühl, der hat das Auto ganz schön getreten. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken beim GetSpeed Race Taxi. Auf dem Nürburgring sind die und ihr könnt bei denen Fahrten buchen. Und das ist wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung, die jeder Rennsportbegeisterte mal machen sollte. Denn du sitzt in einem fantastischen Auto, du hast dort echt super liebe und nette Menschen, die dich an der Hand nehmen. Du kriegst das ganze Footage von deiner Fahrt, von drinnen und draußen als Erinnerung noch mit dazu, wie ihr das gleich sehen werdet. Und ich finde das für den Preis einfach unglaublich fantastisch und ist ein Erlebnis, was man mal machen sollte. Also ein ganz, ganz großes Lob geht da raus an das GetSpeed Race Taxi, dass ihr solche Erfahrungen möglich macht. Denn ich fand das unglaublich fantastisch. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und Tim, bevor alle Leute das sehen, das geht direkt an dich, du bist ein kleiner Schlingel. Und ich bedanke mich bei dir recht herzlich und auch nochmal auf diesem Wege, dass du das möglich gemacht hast. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß bei zwei Runden Nordschleife auf dem Beifahrersitz mit mir und an der Kurbel mit Tim Heinemann. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das wird ein neues YouTube-Video mit Tim Heinemann und mir. Wir fahren jetzt gemeinsam Nordschleife, zwei Runden. Porsche GT3 RS. Let's go! Wie fest muss ich mich denn halten jetzt? Am Anfang, ich muss da eher Reifen erstmal warm fahren. Ja, ja. Und Bedingungen gucken und so, aber. Ja, ja. Gut, wir machen das schon. Wenn nicht, dann schreist du halt. Nee. Das Gute ist, ich war nicht auf Toilette. Und ich muss, ich auch. Ich muss pinkeln wie Sau, weil es hier so kalt ist, Mann. Alter, eine Krawallbüchse hin. Okay. Thank you.
Der langsamste Punkt jetzt. Na, langsamer wird's nicht, nee. Hier ist immer feucht. Ja. Da ist feucht übrigens. Aber noch nie eine Gefahr, würde ich sagen. Aber hier ist wieder eine trockene Spur. Ah ja. Teil Karussell. Fahren wir unten oder oben? Unten, ist doch klar. Yeah. Achtung, jetzt Buttkicker 100%. Oh. Der ostdeutsche Plattenbau. Hey. Hier ist wieder ein bisschen feucht. Ja. Ah, nur ein bisschen. Da muss man ein bisschen Lenkrad-Tango machen. Die Runde, geil, ne? Ja. Alter, hier hinten, das zieht, Junge. Runde Nummer 1. Ja. Nochmal oder willst du pissen? Ich muss echt pissen, Tim! Wir fahren die zweite Runde einfach schneller. Alter! Dann kannst du auch schneller pinkeln. Bagger, wenn du noch schneller fährst, dann Prost Mahlzeit, Junge. Ich muss so durchschiffen, Tim! Ich hab's schon durch, hab ich schon gedacht, das zieht mir einfach raus, Alter. Holy shit, Brudi. Wie viel bist du jetzt gefahren?
80%? Ja, ist halt feucht und nass, ne? Ja, also, ja. In den trockenen Stellen versuche ich schon anzugasen, aber mehr als 80% kannst du aktuell nicht fahren. Ja, ja. Ey, wir fahren nicht pissen? Nee. Boah, du bist ein Dreckschwein. Oh, du bist ein Dreckschwein. Anschnallen? Ich bin angeschnallt. Aber mach Piano, Bagger. Ich muss wirklich pinkeln. Ich muss pissen, Mann! Hier waren die Reifen eben noch kalt. Ja, ja. Ich weiß es nicht, aber das ist schon toll jetzt. An den Stellen musst du immer ein bisschen aufpassen. Ja. Aber hier ist wieder eine trockene Spur. Ja, ich weiß.
habt ihr schon was? Ja, beruhig dich. Das zieht so nach unten. Jetzt DRS aktiviert, Spiegel steht jetzt flach. Jetzt dürfen wir nicht mehr überholen. Ja. Jetzt wird mir auch schlecht. Echt? Soll ich Lüftung anmachen? Mach mal ruhig kurz. Ehrlich? Ja. Geil, jetzt ist ja doch schlecht geworden. Ich hab's dir gesagt. Boah, hier gibt's ja sogar Tüten dafür. Warte, ich mach dir Lüftung an, dann geht's besser. So richtig übel? Soll ich langsam fahren? Warte kurz. Alter. Ich fahr ganz langsam. Ja, mal ruhig. Ja, ja. Alter, du hast aber auch alles gegeben. Alles gut. Du hast aber auch wirklich alles gegeben, Alter. Ich fahr ganz langsam zurück. Alles gut. Ey, eine Runde geht, ne? Aber jetzt, wo du die Strecke halt weißt, wie die läuft, Alter. Das Essen vorher war keine gute Idee. Also für mich nicht. Kannst du nicht empfehlen, Chicken Teriyaki vorm Fahren? Nee. Alter Verwalter. Aber ist wieder gut. Ja? Ja, ja. Ich fahr ganz langsam zurück. Ja, ja, ist gut. Ja, ja, ist alles gut. Das war bloß, weil du aufgehört hast und das Essen kam halt alles hoch, Alter. Mann, hier drin stinkt's. Ja, ich weiß, Mann, das ist das Chicken Teriyaki. Alter Verwalter. Ey, aber du hast dein Versprechen eingehalten. Du hast dein Versprechen eingehalten. Du hast gesagt, ich muss kotzen. Okay. Du hast es mir nicht geglaubt. Ich habe es dir nicht geglaubt. Jetzt habe ich es gemacht. Nee, gut, das wollte ich jetzt auch nicht. Also. Alles gut, alles gut. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Also der letzte Sektor jetzt, der hat mir alles gegeben. Da hast du auch alles aus dem Auto geholt. Ja, ja, ich muss dir ja auch jetzt ein bisschen hier was zeigen. Ja, ja. Nachher denkst du noch, ich bin hier, erzähl nur Geschichten und fahr gar keine Rennen. Doch, doch. Das, ich glaub dir das. Du bist jetzt nur durch die Schranke durch, aber wir fahren nicht noch eine Runde. Ja, ja, ich weiß, alles gut. Habe ich schon gesehen.
Oh, Magger. Mach nur kurz Fenster auf, damit es einmal lüftet. Ja, das wäre schön, weil der Nächste wird sich nicht freuen. Also das war jetzt das erste Mal in Nordschleife, wie ihr gesehen habt. Tim hat sein Versprechen eingelöst und auch eingehalten. Ich habe gekotzt und das habe ich ihm zu verdanken. Yes, alles richtig gemacht. Ey, Tim hat wirklich alles gegeben mit dem Auto. Ne? Also 80% hat er gesagt, ist er gefahren. Die erste Runde ging noch, weil da musste Tim sich ja auch rantasten. Und die zweite Runde hat er einfach richtig angegast. Ey, leck mich am Arsch. Das ist wirklich ganz anders intensiv. Also, dass Leute das 24 Stunden machen. Man muss auch dazu sagen, die Strecke war noch leicht feucht. Also, das hat vielleicht auch noch mal einen Teil dazu beigetragen, dass man halt so ein bisschen. Man weiß ja nicht, was dann kommt. Also, wir sind so knapp an den Autos und den Leitplanken vorbeigefahren. Ich habe mir zwischenzeitlich wirklich gedacht, so, was macht der da? Also, gerade raus jetzt, ne, wenn du rumfährst, die Leitplanke von der Döttinger danach. Ich setze mich jetzt ins Auto. Ne, ich werde erstmal, ich werde ganz kurz mal in die Hanische Rauchzeichen geben. Dann werde ich mal was trinken und dann komme ich erstmal auf mein Leben klar. Und bedanke mich, Tim, für diese fantastische Fahrt. Gerne. Das machen wir nicht nochmal. Buttkicker Real Life Experience. Buttkicker Real Life. Ich weiß jetzt, wie man die Strecke richtig fährt. Und danke fürs Videoschauen, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst euch gut gehen. Bis dann.